Moinsens und willkommen zurück zu Maximilian Meyers FIFA 16 Karriere mit mir natürlich wieder. Ich habe euch das, wie gesagt, mehr oder weniger mich überzeugen lassen. Es hat mich keiner überzeugt, dass PSG die so viel bessere Alternative ist. Ich finde PSG außerdem scheiße, deswegen lehnen wir das auf jeden Fall ab. Die einzigen Kommentare, die drunter standen, also es waren zwar zwei für PSG, aber die Kommentare waren jetzt nicht wirklich so aussagekräftig. Das war nur PSG, PSG, PSG und bitte wechseln. Gut, Argumente sind was anderes. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass da irgendwelche Ideen kommen, warum ich jetzt zu PSG wechseln sollte. Weil ich habe eigentlich nur negative Punkte daran gesehen. Erstens, ich mag den Verein nicht. Zweitens, hab da eigentlich keine große Chance. Und ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Mal sehen, ob wir noch irgendein Angebot kriegen, was man in Erwägung ziehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir wechseln werden, wie gesagt. Schalke ist eigentlich schon die gute Alternative. Nächstes Transferangebot, jawohl. Von wem kommt denn das? Vom FC Barcelona. Also das wäre schon an sich ein bisschen cool. Aber da haben wir genauso wenig Chance, deswegen werde ich auch das ablehnen. Wenn das irgendwann später kommt, werde ich da auf jeden Fall doller drüber nachdenken. Denn Barcelona passt, finde ich, zu Max Meyer. Ist ein kleiner Spieler, wendig. Das könnte echt gut passen in echt. Deswegen, da würde ich in echt... Also wenn wir hier ein bisschen fortgeschrittener sind, mehr drüber nachdenken über einen Wechsel zum FC Barcelona. Aber so, jetzt ist das viel, viel zu früh. Deswegen lassen wir das auch. Freistößer zirkeln, komm, das kriegst du hin, Bruder. Simulieren wir mal wieder alles. Ein C bei Freistöße. Komm, du machst dich. Der Rest ist ganz okay. Die 80 ist noch ein Stück entfernt. Vielleicht erreichen wir die ja jetzt. Kann ich hier noch irgendwas anderes eigentlich? Ey, Rondo schwer, kurzer Pass. Ja komm, simulieren wir wieder alles. Mal gucken, wie das so passt. Ein A beim Durchsetzen. Dribbling jetzt eine 86, Ballkontrolle eine 85. Freistöße zirkeln hat er bald bei Freistoßpräzision eine 62. So. Wir werden wieder nicht berücksichtigt, auch nicht gegen Mainz. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut. 3:1 Sieg. Geis, Sané und Platte. Drei Youngsters. Und Yunus Malí natürlich. Wer sind sonst bei Mainz? Da kann ja gar keiner sonst treffen. Jetzt geht's gleich in die Europa League. Vielleicht werden wir ja da berücksichtigt, weil manche hier schon gespielt haben. Freistoßpräzision hat er jetzt auf die 62 gebracht, der Max Meyer. Und ansonsten sind wir jetzt nah an der 80 dran. Nice. Ja, ich habe ja nicht gespielt. An keinem Tor beteiligt, ja gut. Das kriegen wir schon noch hin, Brüders. Ich werde schon wieder nicht berücksichtigt. Schade. Euroleague hätte ich Bock drauf gehabt. Mann, ey. Brüders. 2:1 Niederlage gegen die Young Boys Bern. Di Santo mit dem Treffer. Wie in echt, Di Santo trifft nur in der Europa League. So gegen Stuttgart jetzt aber, oder? Wieder nicht berücksichtigt. Junge, Junge, Junge. Choupo-Moting ist zurück. Sag mal, spielen wir überhaupt mal? Oder wie ist das so? 1-0 Sané. Wir kriegen ja echt überhaupt keine. Genau die gleichen Torschützen wie beim letzten Mal. Wieder die drei Youngsters. Wo wir ja eigentlich auch zugehören. Aber irgendwie wollen die uns nicht spielen lassen. Das verstehe ich nicht. Jetzt vielleicht die 80. Jawohl, da ist die 80 für Max Meyer. So schnell geht das. Ich mache das jetzt jede zweite Woche, das Training. Nicht berücksichtigt, alles klar, Hugo Almeida. Was soll die Scheiße? Ein bisschen übertrieben finde ich das gerade, muss ich sagen. Di Santo und Caissara. Komm, gegen den HSV doch wohl. Jawohl, bei der nächsten Partie dabei. Geht doch. Wir haben eine 80, Mann. Ich stehe heute in der Startformation, Alter. Das wurde auch gehörig Zeit, wie gesagt. Wir spielen mal in Schwarz. Gegen den HSV. Ich kann mir mal die Tabelle kurz angucken. Wo geht denn das hier? Wo kann man sich denn hier? Da kann man sich die Tabelle angucken. Wir sind Zweiter hinter Borussia Mönchengladbach. HSV. Der HSV steht auf dem 17. Tabellenplatz. Also eigentlich Pflichtsieg.
Mal sehen, wie wir uns so machen. Wir spielen wieder auf der 6. Naja, ne? Kurz gucken. Habe ich alles ausgestellt? Jo, habe ich. Dann kann es losgehen. Wieder die 6. Wie gesagt, finde ich ein bisschen schade. Aber mir hat auch irgendwer drunter geschrieben, dass FIFA das immer so macht, dass man nicht auf der Position spielt. Warum ist mir ein Rätsel? Oh, Drobny. Mit der Parade. Schöner Pass von Max Meyer. Jawohl, das war gute erste Aktion. Bisschen offensiv, glaube ich, wie ich spiele. Bisschen sehr offensiv. Und Drobny hält ihn. Max Meyer und Geis. Nächste Chance. 19. Minute. Ich spiele, finde ich, ganz okay. Jetzt schon an drei, vier Chancen beteiligt, so ein bisschen. Also keine richtigen Chancen, aber so kleine offensive Aktionen, wo ich mit dabei war. Oh, da ist die Führung für Hamburg. Ivica Olic, glaube ich, macht das 1:0 für Hamburg in der 23. Spielminute. Ja, da war ich ein bisschen zwischen den Räumen unterwegs. Vielleicht hätte ich den da angreifen sollen. Abgefälscht und dann köpft er ihn rein. Ärgerlich. Aber gut. Meier. Schön. Und wieder die Chance. Wieder schön gemacht. Von Max Meier. Aber da merkt man halt teilweise auch, dass es Profi ist. Und Höwedes mit dem Ausgleich. Jawohl. Benedikt Höwedes. Schön. Da köpft er ein. Und da ist dann der verdiente Ausgleich. Drobny sieht da nicht gut aus. Und da ist, wie gesagt, der so verdiente Ausgleich. In der 60. Minute. Oh. Das war's. 1:1 trennen wir uns vom HSV. Naja, ne? Geht verdienter. Aber gut. Ich habe eine Bewertung von 6,5 am Ende. War zwischendurch mal auf 7,4 oder so. Pässe 89% sind angekommen. Gefoult. Ich habe mehrmals gefoult. Ah, da steht's. Verteidigung, Zweikampf. Ach, gefoult. Achso. Ich habe drei Fouls begangen. Keine gelbe Karte. Zweikämpfe, sieben verloren, einen gewonnen. Oh Gottes Willen, ja, das ist nicht Max Meyers Spezialgebiet, was ihr da von ihm fordert, Mann. Abgefangen habe ich einen Ball, schlechtes Stellungsspiel, zweimal Ballbehauptung gewonnen und verloren. Oh, Junge, geklärte Situation, Kopfballduelle, drei verloren. Natürlich, ich kann das nicht. Ich bin jung und unerfahren. Ja, da war unsere erste Vorbereitung. Oh, den muss er eigentlich schon reinmachen als guter Stürmer. Dann die zweite auf Huntelaar, der auch eigentlich gehen kann. Was ist denn los heute? Beim Tor von Höwedes, naja, ne, haben wir mehr oder weniger, waren wir mit im Getümmel drinne. Naja, schade, schade, schade. Wir waren trotzdem einer der besten Spieler, glaube ich, auf dem Platz. Von uns zumindest, ja. Nur ein Johannes Geis mit einer besseren Note. Vielleicht müsste ich da den Maja da ein bisschen auf die Zweikämpfe trimmen. Ich weiß es ja nicht. Aber sowas soll er doch nicht können. Oh. Training machen, bevor es nicht geht. Durchsetzen. El Rondo. Perfekte Vorlagen. Kann ich da nochmal irgendwas mit der Abwehr machen? Nochmal El Rondo. Ach, defensives El Rondo. Jawohl. C, das ist ganz gut. Ich meine, als zentraler defensiver Mittelfeldspieler braucht man auch ein bisschen, ne? Oh, ich will Europa League spielen. Was soll die Scheiße? Wird immer nicht berücksichtigt. 0-0 gegen keine Ahnung wen. Du, das geht besser. Wird wieder nicht berücksichtigt. Schade. Gegen Köln gewinnen wir da. Ne, jetzt 2-2. Also jetzt kommt die kleine Krise, wie in echt quasi. Gegen Köln haben sie dann ja auch nicht gewonnen, sondern 3-0 verloren. Kann ich noch was Defensives machen? Ginge das? Ne, das ist jetzt alles grau, also das geht nicht.
Freistöße zirkeln A. Was ist da los? So, ich lasse das jetzt erstmal mit dem Training die nächste Woche auf jeden Fall. Und ich glaube, ich nehme das Video doch nicht auf, denn es leckt jetzt hier schon im, ne, im Dingens. Wie heißt es im... Also nicht im Spiel, ihr wisst, was ich meine. Nicht berücksichtigt, natürlich. Was auch sonst. So, jetzt habe ich sie eine Woche gelassen, weil, keine Ahnung, jede Woche ist vielleicht ein bisschen OP. Die Santum im Doppelpack, aber wieder nur 1-2-2. Das Training machen wir jetzt. El Rondo in A. El Rondo defensiv in B. Freistöße zirkeln in C. Das ist eigentlich richtig gut, die Woche. Spielen wir jetzt vielleicht, komm. Oh, wieder nicht berücksichtigt. Mann, ich will Europa League spielen. 3-1 Sieg, Sam und Choupo-Moting. Ist schon schade. Nicht berücksichtigt, obwohl wir einen Tag vorher oder nur einen Tag Pause hatten. 3-0 Niederlage, Janschke, Wendt und Stindl. Also jetzt geht's aber los hier. Jo, er ist 7 Tage verletzt. Die letzte Woche haben wir trainiert, deswegen lassen wir das jetzt. Und ich bin gegen Köln dabei. Was sollte das? Egal. Ja. Soll ich das Spiel noch? Bin gerade am überlegen, ob ich das jetzt noch spielen soll oder ob ich mich verabschieden soll. Wir sind jetzt schon so fortgeschritten von der Saison, weil ich kaum gespielt habe. Ja, komm. Oder? Ja, komm. Das Spiel mache ich noch. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr, sonst muss ich das unterbrechen. Wie gesagt, ich warne euch jetzt schon. Also ich schneide das halt in Highlights und wenn es zu doll leckt, werde ich die Aufnahme auf jeden Fall unterbrechen, denn sowas nervt mich. So. Wir müssen aus der Krise raus. Aus der Bundesliga-Krise, besser gesagt. Gegen Anderlecht haben wir ja gewonnen mit 1-0. Glaube ich. In der Bundesliga, glaube ich, jetzt 3 Spiele ohne Sieg. Ach, das ist ja gar nicht Bundesliga. Das ist ja DFB-Pokal. Das ist auch wichtig. Max Meyer! Oh Gott, war der Schuss scheiße. Geist, schön auf. Di Santo! Oh, er macht ihn nicht. Franco Di Santo. Chancenverwertung mangelhaft teilweise bei uns. Matip. Elfmeter, was? Das war kein Elfmeter, Junge. Hat nur den Ball gespielt. Er hat nur den Ball gespielt, ehrlich jetzt. Komplett lächerlich. Modest gegen Fährmann. Fährmann hält, jawohl, ey. Ganz stark. Ralf Fährmann. Nein, oh Mann, Sydney Sam. Riesenchance. Er macht den wieder nicht rein. 87% unserer Pässe sind angekommen. Jo, das war's. Verlängerung. In der Felddienst-Arena. Frag mich, ob wir ausgewechselt werden. Denn, guck dir das an, da ist nicht mehr viel, was Ausdauer angeht. Nee, wir spielen weiter. Max Meyer. Bruder, ich wurde gefoult. Ich überlege zu fordern, mich auswechseln zu lassen. Ich meine, guck dir das an, ey. Ah, jetzt ist die Verletzung wenigstens weg. Oh. Huntela. Er macht die Riesenchance nicht. 10 Minuten noch. Meine Fresse, ey. So, das war's. Elfmeterschießen ist angesagt. Mal sehen, ob wir dafür überhaupt gebraucht werden. 14-3 Schüsse, 7-1 Schüsse aufs Tor. Das sagt, wie gesagt, alles aus. Sydney Sam gegen Timo Horn. Komm, mach ihn, Junge. Sam verschießt schon mal. Das geht schon mal richtig kacke los. Svento gegen Timo Horn. Nicht gegen Ralf Fährmann. Das laber ich.
Svento trifft. Fuck. Schuppemutting gegen Timo Horn. Er verzögert und er trifft auch. Aber sowas von gechillt, Junge. Jetzt Vogt gegen Fährmann. Komm, Fährmann. Hol ihn dir. Oh, auch richtig gut verwandelt. Strothmann gegen Timo Horn. Strothmann macht ihn. Relativ sicher. Mavrei gegen Fährmann. Jetzt halt ihn mal, komm. Yes! Ralf Fährmann hält endlich. Huntela gegen Timo Horn wieder. Steht jetzt 2:2 insgesamt. Huntela macht ihn auch. Jawoll, ey. Geht doch. Modest gegen Fährmann. Komm, Modest, du bist nervös. Boah, was ein geiler Elfmeter. Goretzka gegen Timo Horn. Come on. Oh, er haut ihn in die Wolken. Fuck. Jetzt Fährmann gegen Hosiner. Komm, mach ihn nicht bitte. Oh, er haut ihn gegen die Latte, aber der ist drinnen leider. Und das war's. Wir verlieren, was? Einen Elfmeter konnten wir doch noch, oder? Weil die noch einen hätten verschießen können. Bin ich gerade komplett blöd. Ja, geil. Dann sind wir draußen. Aus dem Pokal. Boah, wie ärgerlich. Er haut ihn eigentlich schon fast drüber, aber dann auch doch nicht. So, 6,3er Bewertung. 5 Schüsse aufs Tor von uns alleine, oder was? Was? 95% Pässe, sehr gut. Gewonnen und verloren. Zweikämpfe war diesmal ein bisschen besser. Ja, wir haben 3 Bälle gewonnen und 7 verloren. Kopfballduelle wieder 3 verloren. Wie gesagt, mit Max Meyer kann man schlecht Kopfballduelle gewinnen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Schöner Pass hier war das von Geis. Den muss er dann auch mal reinmachen. Meine Fresse, ey. Hier wieder Geis. Warum hat er den überhaupt rausgenommen? Der hat gut gespielt. Hier Choupo-Moting. Ah, oh, ey. Mann, Mann, Mann. Er hält sogar noch einen Elfmeter, der Fährmann. Und es hilft alles nichts. So, die Chancen will ich mir gar nicht angucken. Ja, hier, da war. Da hätte ich schießen können. Ah, der Ball ist irgendwie komisch von mir abgeprallt. Das war richtig merkwürdig. Ja, Ogos-Chance. Mal wieder Huntela. Nachdem ich den Ball erobere. Naja, passiert. Wir sind also auch aus dem Pokal raus. Das heißt, Krise vom Feinsten, würde ich mal sagen. Ja, wir werden nicht berücksichtigt gegen Ingolstadt. Schade eigentlich. 2-1 Sieg. Der doppelte Di Santo. So, jetzt machen wir auch mal Training. Und mal sehen. Oh, beim Durchsetzen wenigstens ein A. Rondo C, D, F, C. Naja. Nö. Europa League. Jo, wieder nicht berücksichtigt. War mir ja irgendwie klar. Finde ich ein bisschen unrealistisch, wenn man Spieler übernimmt, dass die so oft nicht berücksichtigt werden. So, ein Max Meyer, der wird nämlich berücksichtigt. Also wirklich, jetzt das bisschen unrealistisch. Jetzt im Derby, pass auf. Im Derby werden wir berücksichtigt. Nein, natürlich nicht. Also, in der Euroleague endlich mal wieder ein Sieg eingefahren. Gegen Dortmund wird es schwierig. Aber 2-0 Sieg. Choupo-Moting und Di Santo. Sag mal, wenn es so weitergeht, haben wir echt bald die nächste Transferphase erreicht. Meine Fresse, ey. So. Mal sehen, was hier so rauskommt. Ah, beim Durchsetzen mal wieder. Er hat eine 87 Ballkontrolle, bald 88 Dribbling. Er hat noch nicht die 87 Ballkontrolle, aber ist 2 cm davor. 2 mm kann man fast schon sagen. Ja, ich werde ja kaum eingesetzt. Die Forderung kann ich schlecht erfüllen, wenn ich nicht eingesetzt werde. So, diese Woche lassen wir es. Komm, gegen Bayern bin ich dabei natürlich. Natürlich nicht. Ist klar. Bayern gegen Schalke, komm. Come on. Jawohl, 1-0 durch Höger. Noch 2 Monate ist Felix Platte verletzt.
Ah, geil. So, machen wir wieder Training. El Rondo A. Freistöße Zirkel und C. Ah, der muss sich da ein bisschen mehr verbessern bei Freistoßpräzision. Ich will den zu einem Dingens machen. Zu einem Freistoßungeheuer. Jo, wieder nicht. Geil, ey, ich kann die Saison hier durchsimulieren. So wenig Spielzeit kriegen, weil ich glaube, wir haben jetzt drei Spiele gemacht. Einzelner Sieg. Übrigens, das sollte das Weiterkommen sein. Oh. Ich wollte jetzt gar nicht speichern. Aogo wurde gesperrt. Passiert. Bei der nächsten Partie sind wir endlich mal wieder dabei nach 10 Jahren Abstinenz gegen Leverkusen. Klar, gegen Leverkusen sind wir dann dabei. Bremen ist Zweiter, Gladbach Erster und wir Dritter, aber mit einem Sieg hier können wir auf Rang 2 vorstoßen. Bayern ist Achter. Meine Güte, ey. Gut, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, ich spiele kaum, die erste Hinrunde ist fast vorbei. Also wirklich jetzt. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann, Mann.